Eine neue Woche beginnt und wir fangen natürlich gleich jetzt hier am Samstag mit einem großen Projekt an. Wir haben tatkräftige Unterstützung heute und zwar geht es ja, wie letzte Woche angeteasert, an das Dachdecken der Straßenseite. Da wir heute ja quasi Gäste haben und unser Klo sieht momentan noch so hier aus, also sehr offen, werde ich jetzt einfach mal einen Vorhang hinbauen. Würdig genug, um mich dafür aufzustellen. Ich hoffe. So. Na, machst du es auch richtig, Uwe? Ja. Ach, wie oft ich die schon auf und abgebaut habe. Wie oft du sie noch auf und abbauen wirst. Ja. So, ich brauche jetzt mal eine kleine Pause vom Dachziegel schleppen und werde mir jetzt mal den Gartenschlauch rausholen und anschließen und hoffen, dass da alles noch in Ordnung ist damit. Mal sehen, ob ich ihn finde. Ich habe irgendwann in der Woche kostenlos ganz viel Schafwolle bekommen und die habe ich jetzt erstmal hier hingeschmissen, weil ich mir dachte, hä, da hinten müssen wir jetzt eh nicht ran. Ja, ratet mal, was da hinten liegt. Genau, der Schlauch. Na gut, dann räume ich erstmal weg. Tada! Ging ja ganz einfach. Meine Aufgabe ist es heute tatsächlich auch noch nebenher so ein bisschen Dämmung noch mit einzubauen. Wir haben ja noch die zwei Felder vorne, die noch gemacht werden müssen. Aber ich habe jetzt keine Pakete mehr oben. Das heißt, ich kann jetzt hier endlich mal von diesen ganz oben liegenden Paketen welche runternehmen. Denn man sieht es vielleicht, da hinten ist ja ein Fenster und hier ist der Raum ist so dunkel, man findet hier teilweise gar nichts.
weil es so dunkel ist. Und da ist es ganz schön, dass ich jetzt an diese Pakete endlich ran darf. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die tatsächlich hochkriege. Die sind nämlich echt sauschwer. Was ist denn hier los? Ich dachte, wir arbeiten heute. Aber es ist um 9. Das kann ja wohl nicht sein. Um 9 ist immer Premiere von Lieblingsschule. Da muss ich gucken, auch auf der Baustelle. Ah, naja. Genug für den Sonntag. Morgen ist wieder Montag, da können wir wieder Lärm machen. Ich muss ja jetzt hier die ganzen Ziegel alle noch zuschneiden und bohren. Und dann legen wir hier unten zu Ende. Ja, jetzt haben wir die Zeit noch genutzt und haben mal die ganzen Ziegel, die wir noch brauchen, schon mal hier alle ordentlich hingestapelt. Auf dem Dach welche zum Zuschneiden. Und morgen geht's weiter. Thank you.
der Uwe muss ja bald auf der anderen Seite des Daches, also auf der anderen Giebelwand, noch die Ortgangbretter anbringen. Und die sind aber noch nicht gestrichen, also mache ich das jetzt mal. Jetzt habe ich aber wirklich bis auf den letzten Tropfen alles verbraucht und es hat gerade so noch gereicht für die Rückseite noch von den beiden hier und die anderen Seiten. Jetzt brauche ich erstmal wieder Nachschub von dieser Lasur und dann kann ja die letzten zwei Bretter noch für den Ortgang und dann drüben für die andere Seite für die Traufbretter, also dieser Kasten, der unter dem Dach ist, die müssen ja auch noch so gestrichen werden. Ja, da muss ich jetzt erstmal warten, bis Uwe das besorgt hat. Ich denke mal, die Woche werden wir auch sowieso mal zum Baumarkt müssen, um verschiedene Sachen zu holen. Und ja, mal gucken, vielleicht machen wir das dann in dem Zuge gleich. Was für ein Gefummel mit dem blöden Fenster einpassen. Aber die erste Seite ist dicht. Da hinten den Ortgang, den mache ich erst, wenn wir das Gerüst umgestellt haben. Da komme ich nämlich jetzt nicht ran. Und hier unten die letzte Reihe kommt erst, wenn die Rinne dran ist. So ein schöner Anblick. Das Dach ist fertig. Auf der Seite jedenfalls. Hey, wer schmust denn da schon wieder rum? Na. Madame, kann man schon sehen, ob sie trächtig ist? Nee, sieht nicht dick aus. Sieht nicht dick aus? Nicht dicker als sonst, wa, Fräulein? Uwe, du bist wieder so voller Motivation. Ja, Latten. Gucken wir doch mal, wie weit du schon gekommen bist. Was musst du jetzt noch machen? Na, ich muss jetzt noch über den Fenstern, die 6 Latten, die muss ich jetzt auch noch neu ausrichten. Und dann kann ich Testziegel legen und gucken, ob alles passt. Hoffen wir mal, dass alles passt.
Uwe hat jetzt neue Farbe besorgt. Das heißt, ich habe mir schon zwei neue Bretter hingelegt. 4 Stück muss ich insgesamt machen und oh ja, 1,5 Stunden habe ich noch. Mal gucken, das sollte eigentlich drin sein. Alles fertig, alle beiden Seiten und natürlich auch die ganzen Kanten. Und jetzt muss das Ganze noch trocknen. Aber guckt mal, da ziehen so langsam ein paar graue Wolken auf und morgen soll es wohl eventuell auch regnen. Also werde ich mir jetzt mal irgendwas einfallen lassen, um hier irgendwie noch eine Plane drüber zu machen, aber eben so, dass die Plane die Bretter nicht berührt, sodass die noch ein bisschen trocknen können. Ah, auch geschafft. So, die zweite Seite ist jetzt auch ordentlich eingelattet. Bin auch oben sauber bis auf einen Millimeter genau angekommen mit der Lattung. Alles schick. Morgen nehme ich mir mal einen ganzen Schwung an Ziegeln und lege mal auf der Seite einmal eine Dreierreihe hoch. Und dann kann ich mir das ganze Dach soweit wieder rüber messen. Es ist Freitag auf der Baustelle. Uwe ist heute schon den ganzen Tag da oben und bereitet die Regenrinnen vor. Und wir werden dann irgendwann nächste Woche, glaube ich, das Gerüst von der einen Giebelwand zur anderen stellen müssen. Und dafür muss aber der ganze Kram, der da jetzt steht, also ein Ziegelhaufen und vor allem aber auch unser großer Wasserkanister, der uns jetzt ganz gut über den Frühling gebracht hat, der muss da weg, damit das Ganze hinstellen kann. Der ist aber noch zum Teil gefüllt. Ich habe ja die letzten Wochen immer fleißig mit der Gießkanne den Behälter leer, also halt daraus was genommen. Und ja, jetzt sind da vielleicht noch, keine Ahnung wie viel Liter drin, auf jeden Fall noch ein paar Gießkannen. Und jetzt werde ich mir die mal schnappen und werde meinen trocken aussehenden Garten mal damit gießen. Kann ich euch in dem Zuge gleich mal ein kleines Update geben. Die ersten Erbsenpflanzen sind Anfang der Woche rausgekommen. Dann der Fenchel, der Bronzefenchel vom letzten Jahr, den habe ich im Herbst ausgesät. Der ist auch schon am Wachsen wieder. Dann ganz, ganz viele Möhrchen und die Kerberübe. Ich glaube, die kann ich jetzt langsam ernten. Das ist noch der Sellerie vom letzten Jahr. In dieser Reihe hier hatte ich ja eigentlich Radieschen ausgesät, aber wie man sieht, das bisschen, was gekommen ist, wurde einfach direkt, ich glaube, von Schnecken angefressen. Überall Löcher drin. Dann, was auch noch gut gekommen ist, hier in der Reihe ist der Spinat. Die Reihe hier habe ich später gesät. Und die Reihe hatte ich, also das ganze Viereck hier hatte ich schon einen Monat, glaube ich, früher gesät. Da kommt ein bisschen Salat. Ich hatte hier eigentlich Mairübchen drin. Davon ist aber irgendwie nichts mehr zu sehen. Finde ich ein bisschen schade. Ich hatte mich echt drauf gefreut. Ja, und hier hinten im Beet, da hatte ich glaube Pastinaken. Da ist jetzt zwar was auf dem Haufen gekommen, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, Pastinaken sehen, glaube ich, eigentlich anders aus. Da, vielleicht habt ihr eine Ahnung. Das war so auffällig auf einen Haufen. Ich habe immer 3 Samen in ein Loch gemacht, aber nirgendwo anders wächst was davon. Und hier in der Reihe habe ich Kohlrabi ausgesät. Und man sieht, hier, da ist einer. Das ist, glaube ich, keiner. Hier, Kohl hat ja meistens hier so eine Herzblätter. Hier ist auch noch einer. Und ich glaube, ach, guck mal, hier ist sogar schon 2. Blatt draußen. Ich glaube, ich habe das ja auch in 2 Reihen gemacht. Ja, mal gucken. Alles andere kann ich dann jetzt erstmal rausrupfen. Und hier kommt dann noch eine Reihe Sellerie rein, die habe ich zu Hause schon vorgezogen. Und ja,
die werde ich dann demnächst noch einpflanzen. Ansonsten sieht man mal, wie der Feldsalat jetzt zu schießen beginnt und anfängt zu blühen. Hier drin sind noch ein paar Erdbeeren. Ich lasse den jetzt erstmal noch ein bisschen wachsen und werde den dann so schrittweise wegsammeln. Eine Pflanze lasse ich immer aussamen, damit sich das dann immer für den Herbst wieder verteilt. Meistens wachsen die ja dann erst im Herbst weiter. Und so muss ich dann nicht immer regelmäßig nachsehen. Das hatte letztes Jahr ganz gut geklappt, aus Versehen, das war gar nicht beabsichtigt. Und deswegen, alles was hier jetzt gewachsen ist, ist tatsächlich von alleine ausgesät gewesen. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder eins von den Pflänzchen hier. Und dann kippt das hier um, verteilt sich und verteilt sich vor allem nicht auf das nächste Beet schon. Ja, und was mich besonders freut, die Erdbeeren fangen an zu blühen. Das heißt, es wird schon langsam soweit, dass die Erdbeersaison starten kann. Darauf freue ich mich schon besonders. Was machst du da eigentlich für einen Lärm da oben? Ja, ich passe gerade die Rinneisen an. Aha. Damit wir die Dachrinne rankriegen. Und dann können wir endlich wieder Regenwasser benutzen. Ja. Wir wollen diese Regentonne hier, die wollen wir dann vorne hinstellen, wo dann das Regenwasser aufgefangen wird. Und hier soll dann der große Container hin, damit ich hier im Garten dann das Wasser benutzen kann. Ja, mal sehen, wie lange das dauert, bis hier dann die Regenrinne rankommt. Aber ich denke mal nächste Woche, übernächste Woche, irgendwann so in dem Dreh. Ne? Ja, in 2 Wochen. Bis dahin wollen wir eigentlich dann endlich fertig sein mit diesem Thema. Ja, endlich. Ey. Ja. So, ich würde sagen, das ist so gut wie alle. Wie man sieht, nimmt das Grünzeug echt ganz schön überhand hier an den Kanten. Ich werde morgen am Samstag dann mal hier mit dem Freischneider lang gehen und die ganzen Seiten hier, die schon wieder anfangen rüber zu wachsen, die mal alle kürzen. Denn ich habe gesehen, dass das Gras hier schon anfängt, Körner auszubilden. Ist noch alles ganz grün, kann also noch nicht keimen. Aber lieber jetzt wegräumen, als wenn sich das hier alles wieder in die Beete aussieht. Hast du irgendwas damit vor? Ja, du hast gesagt, ich soll einen Akkuschrauber mit hochbringen. Ja, also ich habe am Anfang der Woche gesagt, dass ich noch ein bisschen dämmen muss. Deswegen habe ich mir extra die Pakete hier hochgebracht. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe noch gar nicht gedämmt. Und wie ihr da hinten sehen könnt, ist da noch ein Feld nackig. Das will ausgefüttert werden. Also mache ich das jetzt einfach mal. Tada! Alles drin. Kann ich wieder ein Kreuz auf meiner Liste machen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch dieses hier. Blub, 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 blub. Bis dahin. Und dann habe ich alle fertig, die ich jetzt machen kann, bevor die Fenster dann hier verkleidet sind. Hier muss ja dann quasi noch so eine Schräge angesetzt werden, also wie so ein innerer Fensterrahmen nochmal. Also ich kann es ja mal hier kurz zeigen. Man muss hier ja quasi nochmal, oder gerade runter, weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls kommt hier noch eine Verkleidung ran. Und hier vor die Folie muss natürlich auch noch was. Deshalb, ja, kann ich jetzt unterhalb der Fenster leider noch nichts zumachen. Und darüber mache ich dann eben auch erst, wenn die Verkleidung drin ist. Und wenn dann endlich die ganze Dämmung drin ist und die Fensterrahmen verkleidet sind, dann können wir endlich mal anfangen, hier drin die Wände zu verkleiden, also die Dachschrägen komplett abzuschließen. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Ich glaube, das wird nochmal so ein ganz großer Unterschied visuell, wenn man hier hochkommt und man hat nicht überall hier die Dämmwolle drin zu hängen. Also da bin ich mal ganz gespannt drauf, wann wir das anfangen können. Jetzt ist ja auf jeden Fall erstmal die Außenseite des Daches dran. Das hat natürlich viel, viel größere Priorität. Thank you.
Ja, was wird denn das da oben? Fängst du schon wieder heimlich an zu decken? Zu decken? Ja. Aber wir müssen doch noch andere Sachen machen vorher. Ja, aber ich muss ja gucken, ob die Lattung jetzt so passt. Ah. Nicht, dass du dich vermessen hast. Sieht gut aus. Oh, warum habe ich jetzt Schluck auf? Die ersten 4 Ziegelreihen liegen. Ich komme sehr gut gerade. Alles schick. Bin ganz zufrieden. Also, wie ihr seht, diese vorlauten Vögel. Diese Woche sind wir ja, wie ihr gesehen habt, ganz gut am Dach vorangekommen. Wir machen auch echt 3 Kreuze, wenn das vorbei ist. Also besonders Uwe, der macht ja hauptsächlich die Sachen da oben. Und ich hab Schluck auf die ganze Zeit. Ja, und nächste Woche wird es auch noch am Dach weitergehen und übernächste Woche wahrscheinlich auch noch oder zumindest nächstes Wochenende. Ja. Denn jetzt kommen natürlich noch die ganzen ätzenden Teile nochmal, wie Schornstein. Ja, also der Schornsteinfeger war auf jeden Fall da. Ja. Alles super. Ja, alles können wir so machen, wie wir das geplant haben. Die Öfen, die wir jetzt haben, können wir auch benutzen, so wie wir sie geplant haben. Genau. Und ja, ihr werdet nächste Woche sehen, wie weit wir am Dach gekommen sind und ja. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne, macht was im Garten. Für uns mit. Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.